zum Thema aktivierende Pflege. Um eine aktivierende Pflege zu unterstützen, werden zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt, ab und an die Einrichtung einzeln oder mit anderen zu verlassen, also einzeln in Begleitung, wenn es nötig ist. Da komme ich wieder auf meinen Gedanken der freiwilligen oder ehrenamtlichen Helfer zurück. Eine andere Möglichkeit wäre es, Angehörige stärker einzubinden. Man muss dazu Konzepte entwickeln und diese Konzepte müssen auch in konkrete Angebote umgewandelt werden. Zum Thema aktivierende Pflege. Um eine aktivierende Pflege zu unterstützen, werden zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt, ab und an die Einrichtung einzeln oder mit anderen zu verlassen, also einzeln in Begleitung, wenn es nötig ist. Da komme ich wieder auf meinen Gedanken der freiwilligen oder ehrenamtlichen Helfer zurück. Eine andere Möglichkeit wäre es, Angehörige stärker einzubinden. Man muss dazu Konzepte entwickeln und diese Konzepte müssen auch in konkrete Angebote umgewandelt werden. Zum Thema aktivierende Pflege. Um eine aktivierende Pflege zu unterstützen, werden zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt, ab und an die Einrichtung einzeln oder mit anderen zu verlassen, also einzeln in Begleitung, wenn es nötig ist. Da komme ich wieder auf meinen Gedanken der freiwilligen oder ehrenamtlichen Helfer zurück. Eine andere Möglichkeit wäre es, Angehörige stärker einzubinden. Man muss dazu Konzepte entwickeln und diese Konzepte müssen auch in konkrete Angebote umgewandelt werden. Zum Thema aktivierende Pflege. Um eine aktivierende Pflege zu unterstützen, werden zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt, ab und an die Einrichtung einzeln oder mit anderen zu verlassen, also einzeln in Begleitung, wenn es nötig ist. Da komme ich wieder auf meinen Gedanken der freiwilligen oder ehrenamtlichen Helfer zurück. Eine andere Möglichkeit wäre es, Angehörige stärker einzubinden. Man muss dazu Konzepte entwickeln und diese Konzepte müssen auch in konkrete Angebote umgewandelt werden.